Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Sampler Volume 1 von Steuerfrei Money. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sampler Volume 1 von Steuerfrei Money, das Ganze am 26. Oktober erschienen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Ganz kurze Info, warum das Unboxing bzw. die Unboxings vom 26. erst jetzt kommen. Cobblepot habe ich ja bereits vorgestellt und die anderen Sachen, Sampler Volume 1 und Wellritzstraße und Delikanle, kommen leider etwas verspätet, da ich zu diesem Zeitpunkt im Ausland war, in Deutschland, und ich gedacht habe, dass ich das so hinbekomme, das Ganze dorthin zu bestellen. Hat leider nicht alles so geklappt, wie gedacht, deswegen erst jetzt mit etwas Verspätung. Gut, hier haben wir 8-4, Taimo und Stanley stehen, darunter Steuerfrei Money, Sampler Volume 1 und dann haben wir MMXV123, also die römische Kombination für 2018. So sieht das aus. Wir haben hier das Ganze im Waschmaschinendesign. Hier oben entsprechend mit den Knöpfen und dem Regler. Hier ist auch schon ein Waschprogramm ausgewählt, in dem Fall 666. Spannend. Und dann haben wir hier unten diverse 500-Euro-Scheine, die hier in dieser Waschmaschine gewaschen werden. Also es dürfte wohl sehr sinnbildlich dafür stehen, für Geldwäsche, für Schwarzgeld, das hier gewaschen wird. Steuerfrei eben. Dann haben wir hier Steuerfrei Money, wobei das S immer so ein Paragraphensymbol ist. So sieht das aus. Und auf der Rückseite dann noch das Logo von Steuerfrei Money, dieser Skelettarm, diese Skeletthand, die hier diesen Geldbatzen umklammert. Hier unten gibt es noch die Credits und Barcode. Gut, es klappert schon die ganze Zeit. Wir schauen mal hinein. Wir haben hier einmal Geldscheine, und zwar hier abgewandelte 500er, in dem Fall sind das 666er. Dann haben wir einen Sticker, eine Halskette, ein Rubbellos, die Instrumentals zum Album, die Aus Prinzip EP von Stanley, das Album an sich, einen Ring zum Rauchen und eine Fahne, eine Flagge. Von innen weiß das Ganze. Also jede Menge Inhalt hier mit dabei. Und nachdem hier diverse Sachen noch eingeschweißt sind, werden wir das Ganze mal aus der Folie bzw. aus den Folien befreien. Also das war mal die Folie der Flagge. Dann haben wir natürlich auch noch das Album eingeschweißt. Aus Prinzip EP, die Instrumentals, dann haben wir noch diesen Ring. So. Und dann haben wir noch diese Halskette. Jawohl. Gut, dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Steuerfrei Money, Sampler Volume 1. Wir haben hier die drei Herren, einmal Stanley, einmal 8-4 und einmal Taimo hier abgebildet. Die drei Mitglieder von Steuerfrei Money bzw. 8-4, ja auch gleichzeitig der Gründer, der Label-Boss, sag ich mal. Wir haben hier insgesamt 15 Tracks mit dabei. Spannenderweise hier immer auch daneben stehen, wer das Ganze verantwortet, also wer hier mit auf dem Track drauf ist. Die meisten Tracks natürlich von 8-4, Taimo und Stanley, von allen drei. Allerdings haben wir auch drei Solo-Tracks mit drauf. Und zwar einmal Schiefe Bahn, Solo-Track von 8-4, dann hier L-E-Y, Solo-Track von Stanley und dann noch Scheiß drauf wie spät, Solo-Track von Taimo. Und wir haben auf diesem Album, auf den gesamt 15 Tracks, nur ein einziges Feature mit dabei. Und zwar ist das auf dem Track 9, Hamburger Schule, hier ein Feature von Hayes. Gut, Credits und Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Booklet
Wir haben hier die ganzen Infos zu den einzelnen Tracks, wer hat das Ganze produziert, wer ist dafür verantwortlich. Hier einmal Timo mit der steuerfreien Money-Halskette, die wir uns dann auch noch ansehen werden. Dann haben wir hier Stanley mit zwei Mittelfingern. So sieht das aus. Weitere Infos. Steuerfreie Money-Logo, Credits und natürlich dann hier noch einmal ja, den Chef persönlich. 84 More Money von Nike. Gut. Jetzt vorab noch mal alle drei zu sehen. Desperados. Okay. Dann haben wir eine CD in einem wunderschönen Design. Und zwar haben wir hier eine 500 Euro Spirale, mehr oder weniger. Wir haben hier ohne Ende 500 Euro Scheine aneinander gelegt. Sieht echt mächtig aus. Gefällt mir richtig gut, das Design. Passend ja auch zum Albumtitel. Und hier sehen wir auch nochmal diverse 500 Euro Scheine, die in dieser Waschmaschine, in dieser Waschtrommel hier drinnen liegen. Gut. Auf der Seite lesen wir auch nochmal Interpret plus Albumtitel. Ich hoffe, man kann das hier lesen. Jawohl, in schwarz und weiß. Dann haben wir zu diesem Sampler die Instrumentals. Die kommen in einer Papphülle, in einem Digisleeve. Hier mit dem deutschen Adler. Ein Eurozeichen. Instrumentals. Schön. Auf der Rückseite 15 Tracks. Jawohl, keine Skizze oder irgendwelche Lückenfüller. 15 Tracks ergeben 15 Instrumentals. So muss das sein. Die CD ebenfalls in diesem Design gehalten. So sieht das aus. Jawohl. Dann ebenfalls in einer Papphülle haben wir dann noch eine Bonus-EP. Und zwar eine EP von Stanley aus Prinzip-EP, nennt sich das Ganze. Und hier haben wir dann ganze 6 Tracks. Hier noch die Infos, wer das Ganze produziert hat. Also es sind allesamt Solo-Tracks, soweit ich das beurteilen kann. Und hier in schwarz und rot. Krasses Design. Und hier am Cover haben wir auch schon schwarz und rot. Also das Ganze im Digisleeve, ebenfalls Papphülle. Dann haben wir mit dabei einen Sticker, hier in schwarz und silber mit dem Logo des Labels. Im Hochformat, glänzt richtig gut. Jawohl. Dann haben wir einen Ring, den gab es schon in diversen Boxen mit dabei, allerdings nicht mit SFM Brand. Und zwar ist das so ein Ring, den man dann hier auf den Finger machen kann und dann hier oben kann man entsprechend eine Zigarette oder was auch sonst einklemmen und dann hier entspannt, je nachdem beim Arbeiten oder beim Tippen auf der Tastatur oder beim Spielen, wenn man irgendwie einen Controller in der Hand hat. Hier dann entsprechend die Zigarette einklemmen. Dann haben wir mit dabei eine Halskette. Die ist richtig schön gestaltet. Und zwar haben wir hier einmal, also wir haben hier gar keinen Verschluss, wenn ich es hier sehe. Jawohl, wir haben hier keinen Verschluss. Allerdings ist die relativ großzügig gehalten. Ich glaube, die kriegt jeder über seinen Kopf. Und dann haben wir hier unten den steuerfreien Money Anhänger. Hier auch wieder mit dem Logo und dem Schriftzug. Rückseite in dieser Silber, in dieser Glitzeroptik. Also das sieht echt gut aus. Das gefällt mir richtig gut, dieser Anhänger. Schön gemacht. Und er ist auch hier schön zu fühlen, zu spüren, dieser Druck. Nette Sache. Dann haben wir mit dabei 3 Geldscheine. 2 sind regulär. Bedeutet, wir haben hier die 3 Interpreten abgebildet. So sieht das aus. Statt den Euro-Sternen hier dann entsprechend ein Blatt zu sehen. Auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus. SFM steuerfrei Money. Das dürfte wohl ein Viertel in Hamburg sein, das hier abgebildet ist. Und damit nicht genug, wir haben noch einen dritten Schein und zwar ist dieser signiert worden, also dieser unterschrieben von 84, von Stanley und natürlich von Timo. Also die 3 Interpreten haben sich hier auf diesem Geldschein noch verewigt. Sehr schön. Alternative zu einer herkömmlichen Autogrammkarte. Dann haben wir mit dabei ein Rubellos. Und zwar gab es dieses Rubellos in wirklich jeder Box. Allerdings gab es nur 50 Gewinne. Bedeutet, wir werden das Ganze gleich mal aufrubbeln.
und man konnte mit diesem Rubellos eines von 50 exklusiven Shirts gewinnen. Wir schauen gleich mal. Ja, wir werden das Ganze jetzt mal mit dieser Halskette hier gleich aufrubbeln. Schauen wir mal. Okay, also nachdem wir hier, ich hoffe, man kann das sehen. Nachdem ich hier ein, fast wäre die Kette runtergegangen. Nachdem wir hier ein X freigerubbelt haben, gehe ich mal stark davon aus, das bedeutet, dass ich in diesem Fall hier eine Niete habe, dass ich bei diesem Rubellos kein Glück hatte und kein Shirt gewinnen konnte. Ja, ich werde es verkraften. Auch wenn ich natürlich echt gespannt wäre, was die Shirts betrifft, weil ich noch kein Foto oder keine Info darüber gesehen habe, wie diese Shirts gestaltet sind, beziehungsweise was auf diesen Shirts zu sehen ist. Dann haben wir mit dabei eine Flagge in schwarz und weiß gehalten. Diese auch wieder mit dem Logo von Steuerfrei Money. So sieht das aus. Und wir haben dann an den Ecken jeweils, also an allen vier Ecken, solche Goldringe hier mit eingenäht. Bedeutet, man kann das Ganze dann wirklich auch aufhängen. Entsprechend Seile durchmachen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das nur bei meiner so ist, aber hier oben, ihr seht selber, der Goldring hier bei mir etwas verrutscht, beziehungsweise hier wurde das Ganze etwas unpassend vernäht. Deswegen schließt er hier oben ab. Ansonsten, die anderen drei Ecken sind natürlich korrekt gemacht worden hier. Aber diese Ecke ist etwas misslungen. Naja, ich hoffe mal, dass das nur bei mir der Fall ist und dass ihr das bei euch entsprechend hochwertiger habt. Ja, das war soweit zum Inhalt. Also diese Fahne, diese Flagge hier, der letzte Boxinhalt. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal diese eben gezeigte Fahne, diese Flagge hier in schwarz-weiß. Dann die diese Rubbelkarte, dieses Rubbellos. Wie gesagt, 50 Shirts gab es da zu gewinnen. Dann die Halskette mit diesem Steuerfrei Money Anhänger. Dann drei Geldscheine, einer davon von den drei Interpreten signiert. Einen Sticker im Hochformat. Dann diesen Ring, diesen Rauchring. Die aus Prinzip EP von Stanley mit insgesamt 6 Tracks im Digisleeve. Die Instrumentals zum Album und natürlich das Album an sich mit insgesamt 15 Tracks. Das heißt, mit der EP gemeinsam kommen wir dann auf insgesamt 21 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Sampler Volume 1 von Steuerfrei Money. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Steuerfrei Money unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.